Hallo ihr Lieben hier auf dem YouTube-Kanal von Dorganizer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeigen wir euch wieder einen neuen Trick, und zwar den Trick Diener oder Guten Tag. Manche sagen das oder manche sagen das. Im Prinzip ist es der Trick, wo der Hund seinen Popo in die Luft hebt und quasi vorne runter geht. Wenn ich meinem Hund das Kommando jetzt beibringen will, dann führe ich den Hund im Prinzip ins Liegen und halte dabei ein bisschen und sanft die Hand unter dem Bauch, sodass der Hund sich nicht komplett hinlegt. Sieht dann so aus, dass ich einfach die Hand so ein bisschen hinlehme, als wenn der Hund sich hinlegt. Da muss man so ein bisschen ausprobieren, genau wie die Hand ist. Top, super, und das belohne ich dann. Klasse. Nein, bisschen runter. Top. Genau, ich empfehle die Hand am besten immer, wenn ihr das mal seht, wie ich die Hand halte, so nach unten zu schieben und dann so ein bisschen nach vorne wegzudrehen. Top. Dadurch bleibt der Hund dann mit den Ellbogen schön liegen. So. Klasse. Prima. Jetzt kann man schon versuchen, die linke Hand vorsichtig wegzunehmen. Top. Leni hat jetzt die Position schon ausgehalten. Super gut. Wenn der Hund dann da mit dem Bauch runtergehen will, dann nehmt ihr die Hand wieder einfach hin, so lange bis der Hund lernt, dass er den Popo oben lassen soll. Top, klasse, gutes Mädchen. Sehr gut. Und wenn ihr dann soweit seid, dass das zuverlässig klappt, könnt ihr das Kommando einführen. Bei uns heißt das Guten Tag, viele sagen dazu aber auch Diener. Das heißt, dann würdet ihr hingehen und sagen, also wenn das gut klappt, auch ohne diese Hand, ne? So, dann würdet ihr hingehen und im Prinzip zu dem Hund sagen, Guten Tag. Top. Ich habe Leni jetzt noch ein ganz bisschen geholfen, weil sie auch noch nicht ganz so sicher da drin ist. Super, okay. Fein gemacht. Kannst du es nochmal machen? Oh, du findest die Position so toll, du gehst gar nicht mehr raus. Sehr schön. Tolles Mädchen. Leo ist ein Hund, der das Platz sehr sicher schon kann. Das heißt, es wird relativ schwierig zu sein, dass er nicht ins Platz geht, aber wir versuchen mal unser Glück. Guck mal, Leo. Super. So, hier nehme ich auch die Hand direkt quasi unter seinen Bauch und versuche ihn mal langsam zu führen. Super, top. Genau, klasse. Aufgeschaut, ist nicht schlimm. Er weiß ja noch gar nicht, worum es geht. Man muss sich da so ein bisschen rantesten, wie man die Hand machen muss, damit der Hund sich im Prinzip ein bisschen runterlegt. Ja, top. Genau, super, top. Und dann kann man auch die Position, top, mal ein bisschen festfüttern quasi. Top, klasse. Bis der Hund wirklich sicher die Position hält. Ich habe jetzt zum Beispiel schon die Hand weggenommen. Super, du hast es ja noch nie gemacht. Du machst das toll. Top, klasse. Okay, das war ja schon super gut. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Bisschen runter noch. Ich hätte gern, dass die Ellbogen fast am Boden sind. Top, klasse. Und jetzt wieder. Die Position soll gehalten werden. Jetzt nochmal. Super. Upala. Super. So ist fein. Prima. Genau, die Hand kann ich wegnehmen. Super. Hier bewege ich meine Hand ein bisschen, dass er auch wirklich bewusst die Position hält. Top. Klasse. Top. Guter Junge. Klasse machst du das. Top. Gut. Okay. Wenn der Hund das zuverlässig kann, dann könnt ihr anfangen, da Ablenkung reinzubringen. Das heißt, ihr bewegt euch und der Hund soll so lange die Position halten, bis ihr im Prinzip auflöst. Wichtig dabei ist aber, dass ihr daran denkt, dass das eine anstrengende Übung ist. Das heißt, der Hund muss natürlich mit seiner Muskulatur die Position auch erstmal länger halten können, bevor ihr das einfordert. Je nachdem, wie sicher der Hund da drin schon ist, kann ich vielleicht sogar einmal um den Hund drumherum gehen. Genau, super. Und dann gibt es auch mal einen Jackpot dafür, dass sie die Position so toll und lange gehalten hat. Wir wünschen euch viel Spaß beim Üben. Seid immer lieb und fair zu euren Hunden. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Und ansonsten viel Spaß. Tschüss!